Augsburg. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich die Hachinger daran ein Beispiel nehmen und ihrem Sieg gegen Dortmund letzte Woche gleich noch einen Erfolg hinterher schieben. Rostock als Fast-Tabellennachbar könnte da ein dankbarer Punktelieferant für Christian Zieges Truppe sein. Neben der sportlichen Seite dieser Partie gab es dort im Vorfeld noch Ärger um ein Graffiti im Stadion, das 5 Fans zeigt, die Stadionverbot haben. Also so eine Art Image-Kampagne mit Geschmäckle. Doch heute hoffentlich nur Nebensache im Spiel gegen Haching. Florian Weichert berichtet. Das Aufregerthema der Woche interessierte heute nur am Rande. Zu bestaunen gab es vielmehr eine neue Hansa-Abwehr. Die Trainer Vollmann ins Rennen schickt gleich 3 Änderungen. Gab es in der Startformation. Stuff der Kapitän zunächst nur auf der Bank. Hansa in Blau, Haching in Rot. Das ist derzeit eine Preisklasse im Tabellenregal, dritte Liga. Und der FC Hansa bestimmt hier zunächst die Szenerie. Sie wollen ein schnelles Tor. Das wurde deutlich vor 6.500 Zuschauern. Noch in der Anfangsphase Ecke Hansa durch Bickel und der Ball ist drin. Allerdings abgepfiffen das Tor von Ziemer. Schiri Bandurski pfiff hier ein Aufstützen des Hansa-Angreifers. Die Gäste aus Bayern zeigen sich beeindruckt von Rostocks Offensivpower. Rummel kann den Rückpass nicht erlaufen. Ecke für Vollmanns Team. Und die nächste gute Gelegenheit für Hansa durch Ruprecht. Freistoß Rostock. Bickel Richtung kurzen Pfosten. Und Ruprecht kann den Ball nicht lösen. Der verspringt ihm offenbar zu überrascht, so frei vorm Tor zu sein. Jovanovic, Hansa agierte, Haching reagierte. Toller Schuss, Vollmanns 11 auf der Höhe. Allerdings, es fehlt das Tor. Die Gäste aus Haching bislang noch nicht sehr erfolgreich im Offensivrang. Doch dann ist Vogelsammer ganz allein. Hanel kann zunächst klären, doch der Ball bleibt heiß. Allerdings schläft die Rostocker Abwehr und die Gäste gehen in Führung. Götze, überraschende Führung. Abelski, der Torschütze, in der 31. Spielminute. Beim zweiten Ball, da schaltete die Rostocker Abwehr einfach nicht. Kurz vor der Pause, dann noch die Chance zum Ausgleich, aber es bleibt zunächst dabei. Der Rostocker Rückstand bitter und diese Herren Ü40 des FC Hansa wurden zum dritten Mal deutscher Meister. Namen wie Merz, Weiland und Röhrig sind ihnen sicherlich noch ein Begriff. Dann Hansa nach der Pause mit dem Ausgleich. 1:1, 51. Spielminute. Ziemer, der Torschütze, eine Standardsituation, bringt den FCH zurück ins Spiel. Verdient war es allemal. Die Partie zu Beginn der zweiten Halbzeit offener, weil Haching jetzt auch offensiv dran teilnimmt. Rostock aber spielt insgesamt zielstrebig aufs Tor und Ziemer! Völlig freistehend, aber der Ball springt noch mal kurz vorher auf. Dennoch eine hundertprozentige Torschance. Die Rostocker bleiben das bestimmendere Team. Auch wenn vieles überhastet und ungenau scheint. Ruprecht jetzt mit vorn. Und dann Bickel, der passt aber genau. Hansa führt mit 2:1. Torschütze Christian Bickel. Gute Stunde war gespielt. Drittes Saisontor von Bickel. Keine Chance bei dem Volleyschuss für Hachings Keeper rum. Mit der Führung im Rücken setzt Hansa nach. Will die Entscheidung. Vieles läuft über rechts. Und dann die Chance für Ziemer, hier alles klar zu machen. Gute halbe Stunde vorbei. Wir springen in die Schlussphase. Ecke Haching, Hanel, Fausterbär zu kurz. Und dann hat Rostocks Keeper Glück, denn der Ball springt von der Querlatte in die Arme des Hansa-Keepers. Dann wieder Haching. Sie spielen schnell nach vorn. Und Hanel kann nur mit einem Foulspiel Hufnagel stoppen. 11 Meter für Haching. Das ist bitter.
Und das 2:2 Torschütze, der Kapitän Erb, lässt Hanel keine Chance. Und dann läuft Hanel zum Torschützen. Weil der aufreizend jubelt und verpasst ihm eine Backpfeife. Dafür sieht er gelb-rot. Kein schönes Ende zwischen Haching und Hansa. Es ist zum Glück der Super-GAU nicht eingetreten, dass wir durch diesen Platzverweis möglicherweise dann noch sogar ein Spiel verlieren. 2:2, Rostock verpasst den Heimsieg und verliert seine Nummer 1 mit gelb-rot. Der 14. Spieltag in der dritten Liga beinahe komplett. Wir schauen uns mal die Ergebnisse im Überblick an, liebe Zuschauer.